Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Jetzt, hier und heute, werden wir auch den ersten Teil bringen zu meinen aktuellen Lieblingsdüften. Auch das Ganze, wie meine Top 10 for Life, resultierend aus dem Video meiner Parfumsammlung, wo so ich eben gefragt habe, welche Videos würden euch so interessieren und ich mir so ein bisschen was rausgepickt habe. Da werde ich auch demnächst nochmal schauen, was sich da noch so angesammelt hat. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was rausnehmen. Und auch hier nochmal die Erklärung für alle, die meinen Top 10 for Life, zumindest den ersten Teil und so weiter und so fort, nicht gesehen haben. Das werde ich überall anbringen. Unterschied zwischen Lieblingsdüften und Top 10 for Life. Das eine ist der Sprint, das andere ist der Marathon. Jetzt sind wir hier bei den Lieblingsdüften und Lieblingsdüfte, die verändern sich ein bisschen schneller, gerade auch bedingt durch die Jahreszeiten und durch neue Sachen, die man so kennenlernt, im Vergleich zu den Top 10 for Life, die sich dann doch schon über einen längeren Zeitraum bewährt haben und auch zumindest meistens in der Sache ein bisschen versatiler sind. Während wir hier jetzt bei den Lieblingsdüften, ich mache jetzt 5 und dann in einem anderen Video sicherlich nochmal 5, da nehmen dann doch die Jahreszeiten ganz, ganz stark Einfluss auf die ganze Sache. Und jetzt sind wir schon in den kälteren Gefilden. Wir bewegen uns Richtung Winter, so langsam aber sicher. Nähern uns auch der Adventszeit, wo dann so der eine oder andere Weihnachtsduft wieder ein bisschen mehr, sag mal, in den Fokus rückt im Vergleich zum Sommer natürlich. Und so habe ich jetzt hier, wie gesagt, 5 Sachen rausgepickt, die ich jetzt gerade echt cool finde, sehr schön finde. Und erst hatte ich überlegt, mache ich hier auch 5-mal Nische. Dann dachte ich, nee, komm, ich mache 5-mal alles außer Nische. Und dann habe ich einfach hier wild drauf losgepickt. Und jetzt mache ich irgendwie alles. Ja, weiß ich auch nicht. Und deswegen, ja, weiß ich auch nicht, starten wir los mit... Ja, komm, wir nehmen den hier Greek Parfumeur Eros Eros. Hatte ich euch schon öfter mal hier gezeigt auf diesem Kanal. Habe ja, ich sag mal in Anführungszeichen, nur diesen Reiter zur Stäuber. Aber der ist auch cool, der reicht aus, wir sind mehr als genug drin. Und ich habe ja auch schon das eine oder andere Lobeslied auf diesen Duft gesungen. Und das ist einfach so eine wilde Mischung. Ach, da ist so viel drin. Ich habe mir den hier nochmal aufgemacht. Auf meinem Telefon bei Parfumo. Nur damit alle die, die noch nichts von diesem Duft gehört haben, so einen ganz groben Überblick haben. Amber, Elemiharz, Erdbeere, indisches Sandelholz, Kirsche, Leder, Lotus, Moschus, Oud, Safran, Tabak, Vanille, Weihrauch, Ylang Ylang, wilde Mischung. Ich weiß nicht, ob die Duftpyramide bei Fragrantica noch ein bisschen detaillierter ist und da noch ein bisschen mehr bei rauskommt. Aber alleine schon dieser Punkt, Sandelholz, Oud, Safran, Leder, Kirsche, Erdbeere und harzige Komponenten. Und das ist einfach so ein krasser Duft. Und genau das kommt hier alles mit bei raus und bei rum und wie auch immer. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist so ein geiler Duft und jetzt gerade, wenn die Tage kälter werden, dunkel, kalt, Schnee hoffentlich demnächst, das ist so ein wahnsinnig kranker Duft. Das ist unglaublich gut. Ja, auch so intensiv und so langanhaltend. Also das ist wirklich eine Entdeckung. Mir hatte mal jemand von euch, von den Followern, eine Probe zugeschickt, so eine kleine Mini-Probe von diesem Duft. Ich habe den dann mal probiert, ich war hin und weg gerissen, habe das Ganze auch aufgenommen und daraufhin kam dann die Marke auf mich zu. Über 5 andere Wege sozusagen, aber am Endeffekt davon ausgehend über 3 Ecken. Und dann haben wir dann unter anderem das hier zukommen lassen als volle Flasche mehr oder weniger. Und das ist schon heftig, also das ist wirklich ein krasser Duft, so nach wie vor. Also, Eros Eros, Greek Parfumeur. Einer meiner aktuellen Lieblingsdüfte. Aber der hat sich schon, muss ich sagen, ein bisschen länger bewährt. Naja. Dann hatte ich ja gesagt, so wir kommen langsam Richtung Winter, auch Richtung Weihnachtszeit. Da schaue ich schon so ein bisschen in die Zukunft mit dem Parfum de Marley Ojan. Und hier habe ich Duftpyramide natürlich nicht mal ansatzweise im Kopf. Aber zu diesem Duft fällt mir immer eins ein, nämlich Zimtbombe. Eine unfassbare Zimtbombe. Der riecht auch so ein bisschen nach Honig, Zimt, ein paar Hölzern, ein paar Gewürze. Im Entferntesten könnte man dem eventuell auch noch so diese Weihnachtsmarkt-Bratapfelnote andichten. Aber in erster Linie Zimt, würzig und so ein bisschen orientalisch. Es ist ein wahnsinnig schöner Duft. Und das ist für mich irgendwo so Weihnachten in der Flasche. Und deswegen kommt er jetzt hier wieder bei meinen aktuellen Lieblingsdüften mit vor. Würde ich im Sommer, glaube ich, niemals bringen. Aber jetzt gerade passt das wieder und hier ist es so der beste Vergleich, so dieses oder dieser Unterschied, um das mal deutlich zu machen, für die Top 10 for Life sozusagen und die Lieblingsdüfte, so for Life hier niemals, aber Lieblingsdüfte zeitweilig, weil das gerade so gut passt dann.
Ocean ist ein richtig geiler Duft und der hält extrem gut, der pulsiert extrem stark, wobei ich da nicht mehr meine Hand ins Feuer legen möchte für die aktuellen Versionen. Ja, ich habe ja auch hier noch, seht ihr, goldener Deckel, goldene Schrift, ich glaube, es ist alles silber geworden, zumindest hier bei dieser Edition. Und ja, aber der, den ich hier habe, der projiziert wie ein Monster. Es ist unglaublich stark, unglaublich langanhaltend. 2, 3 Sprühe und hier ist alles zugenebelt. Wahnsinnig. Wahnsinnig gut. So, Ocean. Dann ein Duft, den ich noch nicht lange habe, den ich auch zugegebenerweise, bin ich ehrlich mit euch, nur 2-mal getragen habe. Aber der ist jetzt schon geil und ich glaube, der wird sich auch für eine längere Zeit durchsetzen, von Obvious Parfum, aus der, ich meine, High Standards Kollektion müsste da sein, Himalayan Spell, den haben wir hier. Und als ich den zum ersten Mal gerochen habe, da dachte ich mir schon, alte Kacke, ja, verdammte Scheiße, ist der gut. Ich habe mir den hier auch nochmal aufgemacht, auf der, ich lese euch auch gleich die Duftpyramide einmal vor, ganz professionell, krass ablesen, aber das machen wir ganz frei und offensichtlich natürlich auch. Und hab den dann nochmal getragen, auch als Duft des Tages. Und auch jetzt, wenn ich den rieche. Die Basis ist bekannt. Das Konzept ist auch bekannt. Aber das, was man daraus gemacht hat. Ich lese kurz vor. Pass auf. Also, Parfumo. Himbeere, Safran, schwarzer Pfeffer im Kopf, Herznote, Jasmin, Nagamota und Zeder im Herzen, hab schon gesagt, Basis, Leder, Oud und Wildleder. Also Himbeere, Leder und Holzig, das kennen wir ja so ein bisschen, ja, ist nichts Neues. Aber hier die Umsetzung, das ist so, so echt und das ist so, diese Himbeer-Safran-Kombination, die ist so dezent, aber trotzdem da. Und du hast nicht dieses Blumige drin, sondern einfach so ein bisschen mehr Kante, ein bisschen mehr mystisch. Und der wirkt so erhaben. Er hat so irgendwas, so eine Art von erhabener Weisheit. Trotzdem Ecke und Kante an sich, gerade so diese doppelte Lederpeitsche, die da schwingt. Ja. Dazu dieses Holzige, dieses Dunkle, auch schon so ein bisschen älter, klassisch. Und trotzdem sprüht er diese Art oder bringt diese Art von Eleganz mit sich. Und dann nehmen wir diese sanfte Himbeer-Safran-Kombination mit so ein bisschen Gewürz dazu. Es ist unfassbar gut, wirklich unfassbar gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich sehr überrascht. Und obwohl das hier auch so Leder ist und tendenziell ein bisschen ein herausfordernderer Duft, Clara hat den zuerst gerochen und dachte sich so, boah, nee. Ich fand den gar nicht gut. Der hat hier den Red Hibiscus von Jo Malone, um das mal hier so am Rand mit einzuwerfen. Den hat sie gerochen. Da hat sie gesagt, boah, der ist richtig gut. Da habe ich so gesagt, das ist schon blumig feminin, ist jetzt nicht ganz so meine Schiene. Bei dem hat sie gesagt, boah, nee, geht gar nicht. Und ich dachte mir, boah, das ist ein wahnsinnig guter Duft. Ja, so unterschiedlich ist das. Und oh, das ist gut. Und ich glaube, der, also jetzt im Winter, der wird schon hart leiden unter meiner Fuchtel, ja. Das ist richtig gut. Also, noch nicht oft getragen, noch nicht lange hier, aber sofort überzeugt. Der hat mich so richtig vom Stuhl geschoben, wie ich so schön sage. Es ist ein Wahnsinn, also, scheiß drauf. So, wir machen weiter. Dann, hier habe ich, und ich nehme den einmal hier raus, Blessed by Rucker von den Initio. Ich wollte eigentlich keine Abfüllung zeigen, aber ich habe den dann stehen sehen und dachte mir so, hier was fokussiert hier einmal. Muss man sehen, ja. Aber ich habe den in den letzten Tagen so oft getragen, ja, dass ich dachte, boah, der muss hier rein. Diese wunderschöne, cremige Sandelholz-Vanille-Kombination. Himmlisch. Butter, butterweiche, warme, warme, anschmiegsame, verführerische Vanille, Seelenschmeichler, beruhigend. Dazu, er hat dieses, ich weiß nicht, woher das kommt, er hat eine ganz dezente Art von warmer Fruchtigkeit an sich. Warmer Fruchtigkeit in Kombination mit dieser unfassbar schönen, warmen, fast schon majestätischen Vanille. Das ist Hammer, das ist wirklich gut, hätte ich nicht gedacht. Und einfach so dieses Beruhigende noch dazu. Ein Gedicht. Wirklich ein Gedicht, dieser Duft, dieser Blessed by Rucker von Initio. Stimme zu, wie viele auch sagen, mindestens genauso gut wie ein
Initio Side Effect, wenn nicht sogar noch besser für mich, muss ich ehrlich sagen, ich habe ihn ja wieder in seine Packung zurückgepackt, also nicht wundern. Wahnsinnig gut. Mehr sage ich nicht, mehr gibt es nicht zu sagen. Auf jeden Fall für den Winter Initio Blast Baraka für mich ganz, ganz weit oben auf der Liste der Düfte, die ich mag, die ich schätze. Krass. Und dann einer, der nicht fehlen darf, der günstigste aus der gesamten Runde. Amarf Niche Oud. Ja, hier, wie ich so schön sage, lasst euch ja nicht von dem Namen täuschen. Das Teil hat überhaupt nichts mit Oud zu tun. Absolut null. Vielleicht irgendwo eine Holzigkeit, die umrahmt, aber sonst nicht viel mehr. Und hier ist es einfach diese Aura, die dieser Duft bringt. Dieses wunderschöne, würzig, harzig, orientalische. Der hat auch irgendwas Beruhigendes an sich, aber der hat so viel mehr, da geht so viel vor in diesem Duft. Aber in erster Linie sind es diese wirklich verschiedenen Aromen, diese verschiedenen Gewürze, die hier so schön zu einem warmen Teppich zusammengeflochten sind. Dazu eine, wie ich schon gesagt habe, leichte Harzigkeit, dieses goldene, gelbe, warme, was er nach außen trägt. Mit diesem Charisma, mit allem, was dazugehört. Das ist einfach ein wunderschöner Duft. Dann eben so diese leichte Holzigkeit, die dezent einrahmt. Das ist so ein... Ich weiß gar nicht, was habe ich für den bezahlt? Irgendwas um die 30 Euro. In meinem ersten Eindruck habe ich euch den Preis eingeblendet. Ich weiß es gerade echt nicht mehr so genau, aber es war nicht viel mehr als 35 Euro. Und dafür, das ist echt ein richtig, richtig krasser Duft. Ich habe den auch in den letzten Tagen öfter mal getragen. Und das war immer eine unglaubliche Freude, diesen Duft drauf zu haben. Das ist fantastisch. Und auch gerade für den Preis, also der ist echt für das, was du bekommst, mega günstig. Schöne Haltbarkeit, schöne Projektion, auf jeden Fall unisex tragbar, habe ich jetzt bei den anderen vergessen, aber im Grunde sind die alle unisex, bis auf den Ocean, kann man sich ein bisschen drüber streiten, aber sonst haut euch alles drauf. Ja. Preis-Leistung, ja, das ist Wahnsinn, wahnsinnig gut. So. Amarf, Niche Oud. Und das waren dann auch die ersten 5 meiner Lieblingsdüfte, wie gesagt, 5 weitere Folgen noch. Ich habe das aufgeteilt, weil ich sonst zu viel quatsche und sich die meisten vielleicht gar nicht so lange konzentrieren können. Aber auch in erster Linie, damit ich nochmal die Gelegenheit habe, dann auch nochmal drüber nachzudenken, was will ich hier mit reinnehmen, weil so die Stimmung ändert sich immer so ein bisschen. Und ich glaube, wenn ich jetzt alle 10 oder 15 rausgepickt hätte, hätte ich mich hinterher geärgert, weil ich ein, zwei Sachen eventuell übersehen hätte. Und so habe ich Gelegenheit, noch ein zweites Mal drüber zu schauen und noch die eine oder andere Entscheidung zu treffen, die halt zu treffen ist. Na, ihr wisst Bescheid. Dann bin ich durch für dieses Video. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.